Hallöchen meine Guten, willkommen zu einem neuen Video hier auf 9999 Dinge. Wir wollen heute eine Karte zusammen basteln und zwar eine zum Geburtstag und ihr benötigt folgendes. Einmal Papier, ich habe hier so Pastelliges genommen, der Block ist vom Teddy. Wir brauchen ganz normal Lineal, ein Cuttermesser, Bleistift, Scheren. Wir benötigen Sticker, das Ganze mache ich heute mit Stickern und zwar herzlichen Glückwunsch. Und dann haben wir hier nochmal so, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt, Konturensticker. Ich nenne sie jetzt einfach mal so, also dass man da solche, ihr seht es ja, solche kleinen Streifen sich kleben kann. So, wir benötigen außerdem einmal Bastelkordel. Meine Karte wird so ziemlich in lila gehalten, merkt ihr schon. Und von daher habe ich mir auch lilafarbenes Washi-Tape ausgesucht. Und zwar vier diese, also vier diese, was für ein Deutsch, ne? Viermal verschiedene Motive. Dann habe ich nochmal doppelseitiges Klebeband in dünn und in dick. Verschiedene Klebersorten. Und dann habe ich noch eine Faltkarte und ich habe mich für eine in Kraftpapier entschieden. Und dann braucht ihr noch so einen Wimpel. Den habe ich schon aus dem Washi-Tape angefertigt, wie ihr sehen könnt. Und wer nicht weiß, wie das funktioniert, das Video verlinke ich euch oben beim i. Da erkläre ich euch, wie ihr diese Wimpelkette anfertigen könnt. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der Bastelanleitung. Der erste Schritt wird sein, für euch zumindest, euch diese Wimpelkette anzufertigen. Dann braucht ihr ein Papier. Ein Hintergrundpapier wird es sein und ich habe mich bei diesem Block für, jetzt muss ich mal schnell gucken, dieses entschieden, was so einen leichten lila Stich hat, das kann man gut erkennen. Und als allererstes werde ich mir dieses Papier für den Kartenrolling zurechtschneiden, ihn aber noch nicht festkleben. Wenn ich das gemacht habe, geht es auch schon ans Gestalten und ich habe es deswegen abgelassen, damit ich hier diese Kordel hinten dran befestigen kann. Ich schaue jetzt erstmal, wie werde ich meine Wimpel hinhängen. Ich werde dafür doppelseitiges Klebeband nehmen und mache mir das aber nur an den Ecken hin, wo ich das jetzt festkleben möchte, einfach damit ich erstmal so eine Grundhaftung habe, kann man das so sagen? Wenn ich das gemacht habe, geht es an den unteren Teil ans Gestalten. Und zwar habe ich jetzt vor, dieses in die Mitte zu machen. Das klebe ich mir einmal hier unten so hin. Und dann nehme ich hier dieses gepunktete, mache das hier unten hin. Wenn ich das gemacht habe, nehme ich meinen herzlichen Glückwunsch. Ich habe hier verschiedene Größen und ich nehme hier den etwas kleineren, dass der auch hier drauf passt. Oder ich nehme den, könnte ich auch machen. Ja, ich nehme den hier. Wenn ich das gemacht habe, gucke ich, ob jetzt überhaupt noch mein Lila hier dazu passt. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich werde es aber, glaube ich, nicht rundherum machen, wie ich es geplant hatte, sondern ich mache das hier unten einfach zum Abschluss hin. Und wenn ich das gemacht habe, bringe ich das Ganze jetzt auf meine Faltkarte auf. Ich gucke erstmal, wie das Ganze aussieht. Ja,
Dafür nehme ich jetzt mein doppelseitiges Klebeband und gehe hier einfach an der Faltkarte rundherum. So, und fertig ist die Glückwunschkarte. Hier gab es ein kleines Problemchen. Die Klebekraft ist nicht mehr so vorhanden. Kann natürlich sein, dass ich die schon zu lange hier daheim habe, dass das halt vielleicht irgendwie dann an Klebekraft verliert. Aber im Moment hält's. Ich hoffe, es bleibt so. Das war ein Vorschlag. In einem weiteren Video werde ich dieselbe Grundidee nehmen, aber mit anderen Materialien. Und dann schauen wir mal, wie das dann so aussieht. Also wen es interessiert, schaltet die nächsten Tage wieder ein. Allgemein Kartengestaltung wird ein großes Thema auf meinem Kanal sein. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch inspiriert. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Katrin.